Der erste Meisterschaftslauf der Saison fand wieder in Sola statt. Hier der Mannschaftslauf zur deutschen Meisterschaft, die Nummer 369 Michael Schweiger, die Nummer 86 Sandra Haller. Sie ist die erste Dame, die bei uns in der großen Mannschaft startet. Die Nummer 840 Andi Schweiger, der für den, wie sich später herausstellte, irrtümlich gesperrten Erich Eberl einspringen musste. Und die Nummer 83, Tom Dremmel. Nummer 840 Andi Schweiger in Aktion. Sandra zeigte es den Männern so kurz mal und gewann den Lauf und der Andi wurde noch Vierter.
In diesem Jahr hielten wir einige Special Trainings ab. Hier Andy Schweiger mit Linksbremsen. Der zweite Meisterschaftslauf der Gruppe Süd war in Thomas Schlitze. Johannes Humps, genannt Humpsi, als Kühlerfigur. Die Nummer 369, das ist Christian Maas mit dem Auto von Michael Schweiger, der für Thomas Schlitze gesperrt war bei der Abnahme. Erich und der Hannes genießen die berühmte Fettwurst aus Thomas Schlitze. Da füllen wir uns ein neues Auto. Christian Maas bei seiner Trainingsrunde. Der Christian schaffte leider keine gute Trainingszeit mehr und muss deshalb am Sonntag von ganz hinten starten. Sandra Haller auf ihrer Trainingsrunde. Sie schafft es in die erste Startreihe. Zweiter Special Training, Spur halten. Ja, aber das ist ein bisschen schärfig, gell? Ja. Der Andi und der Z in zwei Sitzer. Ja, das ist okay, stimmt auch wieder. Andere Idee. Das ist schwer. Die Sandra erhielt für ihre gute Trainingsfahrt den Pokal für die beste Dame. Aufstellung zum Meisterschaftslauf der Mannschaft für die deutsche Meisterschaft über 1800 Kubik. Nummer 86, Sandra Haller. Nummer 369, Christian Maas. Die Nummer 376, Philipp Strobel. Und die Nummer 83, Tom Dremmel.
Wie bereits im Training erwischte es den Christian auch hier. Nach diesem Überschlag fiel er aus. Die Sandra erreichte am Ende den vierten Platz. Der erste Meisterschaftslauf für den Rest des Vereins fand in Irfersdorf statt. Hier gleich die Aufstellung zum Lauf der Mannschaft bis 1800 Kubik verbaut. Die Nummer 368 Andi Schweiger, die Nummer 417 Markus Götzfried. Von der 416 Johannes Götzfried. Die Nummer 416 Johannes Götzfried. Und die Nummer 371 Erich Eberl. Andi Schweiger schaffte den zweiten Platz. Es kommt schon aus dem Hahn und nimmt sich flüssig Brot. Saufen, morgens, mittags, abends, ich will saufen. Der Hahn muss laufen. Dritter Special Training, der vortagsvollste. Saufen, morgens, mittags, abends, ich will saufen. Denn ich kann schon wieder laufen. Und so sieht dann der Sieger am nächsten Tag aus.
Ich bin ein Außenbetrieb. Dann hupsi. Außerdienst. Auf dem zweiten Platz vom SSC Gründal, die 368, Andreas Schweiger. Und auf dem ersten Platz vom SSC Ingolstadt, die 267, Matthias Ziegel. Dankeschön. Deck uns ab. Ich wollte es immer mal am Drehboot sein. Genau. Und alle schauen da rein. Da alle, da kommt es vorbei. Hört's an. Aufstellung zum Lauf verbaut Spezial mit der Nummer 376 Philipp Strobel und die Nummer 417 Markus Götzfried. Philipp schaffte am Ende den vierten Platz und der Markus wurde noch Fünfter. Superklasse Karosserie. Für uns am Start die Nummer 371, Erich Eberl. Erich wurde am Ende Zweiter. Der zweite Meisterschaftslauf der Gruppe Nord war dann in Thomas Schlitze. In der Klasse über 1800 Kubik verbaut für uns am Start die Nummer 75 Dominik Dickert.
Dominik schaffte in dieser Schlammschlacht den zweiten Platz. So sehen Kämpfer aus. Mannschaftslauf verbaut bis 1800 Kubik. Für uns am Start die Nummer 368 Andi Schweiger, die 81 Max Strassburger, die 371 Erich Eberl, und die Nummer 417, Markus Götzfried. Erich Eberl schaffte einen dritten Platz. Sich schnell seinen Pokal ab, denn er musste im nächsten Lauf in der Superklasse Karosserie sofort wieder an den Start. Erich holte hier seinen ersten Sieg in der Superklasse. Du nicht! Weil du nicht einmal Bahn gefunden hast. Nein, das stimmt. Ich hätte nicht einmal gut. So sehen Pokalsammler aus. Passt.
Der dritte Meisterschaftslauf der Gruppe Nord war wieder in Irfersdorf. Damenlauf Nummer 80, Carina Haller. Und die Nummer 416, das ist nicht Johannes Götzfried, sondern seine Lebensabschnittsgefährtin Samantha Davidson. Die Carina wird die vierte. Mannschaftslauf verbaut bis 1800. Nummer 417 Markus Götzfried. Nummer 374 Sebastian Zehender, genannt Z. Und die Nummer 371, nicht der Erich Eberl, sondern Michael Schweiger, der für den pausierenden Erich einspringen musste. Die Nachhut von der Nachhut, Hubert. Dieser Überschlag war das Aus für den Markus. Auch der Z musste die Segel streichen. Der Michael holte am Ende noch den vierten Platz. Im Superklassenlauf Karosserie wieder am Start, Nummer 371, Erich Eberl. Und dann machen wir die Pokalehrungen für die Kuckertwarer. Der Rode, oder? Der erste schon.
seine Idee, da seine Idee. Da. Bremenstopp! Der Hans liegt auf dem Sofa. Das war die 107. der Johann Sachsenhauser. Der Erich holt auch hier wieder einen zweiten Platz und sammelt so fleißig Punkte für die Meisterschaft. Das ist so der Hund. Markus Hülfer. So, und jetzt haben wir dann den verbaut bis 1800 drauf. Alle schauen da her, alle schauen da her. Markus Schraubstädter, 119, Thomas Lange, Mats, 5, 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
das Aus für den Erich nach diesem Überschlag. Auch vom Rest der Mannschaft konnte sich niemand vorne platzieren, sodass wir diesmal leider ohne Punkte nach Hause fahren mussten. Superklasse Karosserie Nummer 371. Unser Erich Eberl wieder am Start. Erich wurde am Ende Dritter und sammelte weiter fleißig Punkte.